Valera versus Rexxar. Let the hunt begin. Watch your back. Guten Morgen, guten Abend oder Hallöchen. Mein Name ist der Frodo und wir versuchen uns zu bessern. Nein, ich versuche mich zu bessern und ihr dürft dabei zuschauen. Ich spiele das Spiel des Tages Hearthstone heute zum Frühstück quasi und ja, wir gucken uns einfach mal an, was heute so passiert. Sieht ja schon super aus. Hätte wohl die ein oder andere Karte verwerfen sollen, stelle ich gerade bei mir fest. Ja, fängt gut an. Lass mal so. Ich muss mich ja echt entschuldigen, das war ja gestern echt eine Vollkatastrophe. Also ich meine, verlieren kann man ja, aber so doch nicht. Ah. Ja, das nimmt mich auch ein bisschen mit. Aber neue Woche, neues Glück, oder wie sagt man? Ich weiß nicht, ich hoffe, ihr seid gut in die Woche gestartet. Ich starte ja gerade, wenn man realistisch ist. Von daher... Opa. Von daher weiß ich noch nicht genau, wie der Tag läuft. Bin aber zuversichtlich, dass es wird. Es wird sicher, ganz sicher. Fangen wir so an. Kriege ich jetzt natürlich auch keine kleinen Minions und nix. Das ist irgendwie suboptimal. Den hätte ich auch spielen können. Stimmt. Das nächste Mal. Wie viel darf man maximal haben? Auf der Hand? 9? 8? Ich hätte echt hier eine davon zumindest verwerfen sollen. Oh. Allzu ärgerlich, das Ganze. Here we go. So machen wir's. Es war doch schon mal etwas besser. Es gefiel mir etwas besser, sagen wir es so. Don't mess with Tusk. Okay. Ach. Wunderschön, der Mann. Are you playing a card summon? Wir machen es so rum. Da muss er sich nämlich erstmal da mit Machesser auseinandersetzen. Oh, nein. Auch nicht gut. Unmöglich, der Mann, ey. Er tut auch noch weh. Unfassbar. So, was hier bitte als nächstes? Leroy! Leroy? Ne, wir spielen den. Den erhöhen wir jetzt nicht. Danach könnten wir Illidan spielen. Och nö, es ist ja nervig. Ja, das ist jetzt eine sehr gute Frage. Ich bin für Illidan, immer noch. Ich bin immer noch für Illidan, nicht? Och, echt jetzt? Das ist ja nervig. Das ist ja echt nervig.
aua und aua. Ah, der hat mich irgendwie so ein bisschen unter Kontrolle, habe ich das Gefühl. So, was haben wir? Ich habe 7 zur Verfügung. Fangen wir damit an. Spielen wir den hier. Und sind erstmal fertig, einfach weil ich es kann. Oh, mal gucken, was kommt. Das ist unfassbar. Ach nein, echt jetzt. Das ist so ein bisschen das Problem, was man natürlich auch hat, wenn man hier mit Malchazar spielt. Da haut's einem mal ganz schnell. Da haut's einmal ganz schnell. Ja, es bringt sowieso nichts mehr. Das Deck kaputt oder. Ja, ne, das sind halt 3 Runden, die ich gehabt habe, wo 3-mal irgendein Legendary gekommen ist, welches ich nicht sinnvoll nutzen kann. Ne, das muss man. Oder muss man nicht, aber würde ich jetzt so einfach behaupten wollen. Ja, weil mit Zetum konnte ich nichts anfangen. Leeroy habe ich jetzt nicht gesehen. Ihr werdet mir sicherlich in den Kommentaren erklären können, warum er vielleicht doch eine gute Lösung war. Ich für meinen Teil muss sagen, die. Ja. Verlierer-Serie geht weiter, aber das muss ja morgen nicht auch so sein. Wir schauen, ob wir morgen das Ganze beenden können und vielleicht mit etwas mehr Erfolg das Spiel hinter uns bringen. Tja, ich muss mich ein bisschen ranhalten, deswegen bleibt mir nicht viel mehr zu sagen, außer ich wünsche euch das Beste. Überhaupt einen wunderschönen Start in die Woche. Ich hoffe, einen gehabt zu haben und verabschiede mich hier an dieser Stelle. Ihr habt es bis zum Ende dieses Videos geschafft. Ich bin sehr stolz auf euch und wünsche euch einen schönen Abend, schönen Morgen oder schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.